Morgen ist der 31. Oktober und damit Halloween. Und heute ist der letzte Tag unseres kleinen Halloween-Specials. Und deswegen soll es heute um ja, das Essentielle gehen. Das, was ihr morgen Abend wahrscheinlich alle machen werdet. Und zwar Filme. Hoffentlich. Und deswegen geht es heute um die Filme, die wir zu Halloween gucken. Manche denken ja, die Halloween-Filme oder die Horrorfilme kommen eigentlich eher aus den 80ern. Dabei gibt es Horrorfilme eigentlich schon seitdem die Bilder laufen gelernt haben. Denn wenn man an Sachen wie Nosferatu zum Beispiel denkt, der von 1922 glaube ich ist, hat man schon mal Horrorfilme. Und auch gerade in den 30er Jahren gab es sehr viele Theaterstücke wie Dracula, Frankensteins Monster, Der Unsichtbare, irgendwas mit Werwölfen oder Phantom der Oper. Alles so Sachen, die halt auch damals schon auf Film gebannt wurden. Und deswegen ist der Horrorfilm eigentlich so alt wie das ganze Medium selbst. Und da lohnt es sich auf jeden Fall darüber zu reden. Was für Filme sind denn für dich so die Filme, die du zu Halloween gucken würdest? Denn es gibt ja Filme, die Horrorfilme sind, aber die nicht unbedingt so zu Halloween gehören. Ich würde zum Beispiel Alien oder Der Weiße Hai nicht unbedingt an Halloween gucken, würde es aber trotzdem als Horrorfilm bezeichnen. Ja, sehe ich prinzipiell eigentlich ähnlich. Also es gibt einige Filme, die irgendwie diese Horror-Thematik natürlich haben. Aber halt nicht zu Halloween gehört. Wie man ja schon im ersten Video bei mir gehört hat, ich finde diese klassischen Monster eigentlich ganz cool. Dazu zähle ich jetzt auch einfach mal Zombies, aber halt Geister gehören auch, finde ich, immer dazu. Und ja, ein Halloween-Film muss für mich eine ganz gewisse Atmosphäre haben. Also ich finde zum Beispiel, dass die wenigsten Slasher-Movies, die ja zum Beispiel auch oft in die Schublade Horror gepackt werden, wirklich Halloween geeignet sind. Es muss da irgendwie so ein Horror, so eine Angst drin sein in diesem Film. Deswegen bietet sich das übernatürlich, finde ich, sehr, sehr häufig dafür an. Und allen voran finde ich solche Sachen mit Geistern ziemlich cool an verlassenen Orten. Das ist für mich so das, was irgendwie das ausmacht. Zum Beispiel, ja, Ghost Ship ist ein Film, den ich zum Beispiel zu Halloween gucken würde. Aber das sind auch häufig Filme, die ich gar nicht so irgendwie so überragend gut finde. Das sind einfach irgendwie Filme, die, wo ich da sage, die sind gut für Halloween. Also wie gesagt, Ghost Ship, 13 Geister, Haunted Hill ist noch sowas. Ja, und dann gibt es natürlich noch irgendwie solche Sachen, die so für mich dazugehören, aber eher in Richtung Comedy fast schon gehen. Zum Beispiel sowas wie Hocus Pocus oder Die Killerhand, Fido, Beetlejuice. Das sind auch so, die kann man nachmittags zum Beispiel an Halloween super gucken, finde ich. Wie sieht es bei dir aus? Bei mir ist so ein bisschen das Zwiegespalten. Und zwar, ich gucke sehr gerne auch diese alten Horrorfilme wie Dracula oder die ganzen Frankenstein-Filme. Das Problem dabei ist, die sind einfach nicht mehr so wirklich atmosphärisch. Also, wenn man sich jetzt heute nochmal Nosferatu anguckt, ist der eher lustig. Ja. Und nicht mehr so wirklich gruselig. Deswegen würde ich bei gruseligen Sachen auch so mit den ganzen Serienkiller-Filmen der 80er, also sowas wie Halloween, Freitag der 13., Nightmare on Elm Street, solche Sachen, wo halt man halt wirklich darauf aus ist, eine dichte Atmosphäre zu erzeugen, auch so Sachen wie das Ding aus einer anderen Welt. Mhm. Einfach so Sachen, wo man wirklich so 2 Stunden oder 90 Minuten gebannt vom Fernseher sitzt und eigentlich immer guckt, dass irgendwie nichts gerade an seinem Sofa hochkrabbelt. Echt? Machst du sowas? Kommt drauf an. Also zum Beispiel gerade bei Sachen, die sehr musikgetrieben sind, zum Beispiel Halloween, wo man ja einfach 90 Minuten diese Geigen im Hintergrund hat, dann wird man irgendwann schon so ein bisschen ist schon, das ist meistens ein guter Indikator für einen Halloween-Film irgendwie fesselnd ist oder wenn man es halt auch nicht vom Bildschirm weggucken kann. Ja, ja, klar. Ja, was ich zum Beispiel auch so eine persönliche Angst, so ein bisschen Spiegel im Dunkeln. Die finde ich auch immer, oder Spiegeloberfläche im Dunkeln, einfach weil man sieht natürlich seinen eigenen Schemen, aber man sieht nicht sich, also so richtig detailliert. Also da kommt ja auch einfach diese Angst her, dass das Spiegelbild sich irgendwie anders bewegt als man selbst oder sowas. Das finde ich auch super gruselig. Das ist ja auch in Mirrors zum Beispiel so gewesen. Das ist eigentlich auch ein Film, den man gut zu Halloween gucken kann.
Auf der anderen Seite, ich habe jetzt persönlich, also bei Horrorspielen, da ist es wahrscheinlich einfach so die Angst, selbst in ein Verderben zu oder die Figur ins Verderben zu stürzen. Aber zum Beispiel als Kind, da hatte ich das mal, also wirklich nur als kleiner Dötz, da bin ich mal nachts aufgestanden und habe mich unter das Waschbecken im Badezimmer gesetzt, also wirklich die dunkelste Ecke sozusagen bei uns im Haus mehr oder weniger. Meine Mutter ist dann irgendwann nachts mal ins Badezimmer gekommen, habe ich dann da gesehen und gefragt, was sie da macht, oder habe ich gesagt, ich möchte die Monster erschrecken. Meine Logik war nämlich, wenn ich in der dunkelsten Ecke bin, wo sollen dann die Monster sein? Das ist natürlich auch so. Ja. Wo du gerade bei Spiegeln warst, es gibt natürlich in Horrorfilmen haufenweise Klischees. Ja. Und ich glaube, gerade dieses mit dem zuklappenden Badezimmerspiegel und entweder bewegt das Spiegel wirklich anders als man selbst oder da steht irgendwer. Ist, oder es springt irgendwas aus dem Spiegelbild also raus. Ja, also das ist, glaube ich, inzwischen das meist zitierte überhaupt. Das finde ich ganz interessant, wenn man jetzt so die Scream-Filme guckt, die ja inzwischen so abgefügt sind, dass sie sich ja selbst auf die Schippe nehmen, weil die auf sich selbst referenzieren. Und wenn man jetzt gerade Scream 4 guckt, wird man so mit Klischees und deren Auflösung und Umdrehung und so überladen. Das ist sehr, sehr interessant. Deswegen glaube ich auch, dass Horrorfilme aus den 80ern heute nicht mehr gemacht werden. Oder weil es einfach zu viele Klischees gibt, die man irgendwie, wo man sitzen würde, ach, ich weiß, was passiert, der steht wieder auf, da ist einer, er steht hinter dir. Es hat halt früher funktioniert, aber heute ist das Publikum wahrscheinlich einfach zu sehr darauf eingestellt. Was hältst du von Jumpscares? Jumpscares finde ich habe nichts dagegen. Wenn sie quasi zweckdienlich sind, wenn sie einfach nur dazu sind, ich möchte den Zuschauer erschrecken, wie bei Paranormal Activity oder so, finde ich nicht so gut, aber wenn sie quasi auf eine Atmosphäre aufbauen, dass man quasi erst jemanden sieht, der 5 Minuten durch ein verlassenes Gebäude halt irgendwie läuft und sowieso schon Angst hat und man die ganze Zeit schon darauf fiebert, dass irgendwas passiert, dann finde ich so einen Jumpscare als Auflösung des Ganzen gar nicht mal so schlecht. Ja, ich bin da eigentlich sogar ein bisschen gegen Jumpscares, weil ich es billig finde. Das ist das Gleiche, wie wenn jemand aus dem Off halt einfach auftaucht. Weißt du, der Charakter hat ja im Prinzip eigentlich mehr Wahrnehmung als der Zuschauer an sich. Mhm. Und er hat natürlich auch keine Musik und sowas. Und wenn dann auch einmal jemand einfach aus dem Bild sozusagen, was man teilweise im schlechten Horrorfilm sogar als, der Protagonist hätte diese Person eigentlich sehen müssen. Aber sie war ja nicht im Bild. Ja, richtig, sie war ja nicht im Bild. Da finde ich das wirklich richtig, richtig billig. Also da muss man aufpassen. Es gibt natürlich auch gute Jumpscares, aber ich bevorzuge eigentlich eher diese subtileren Horror, der eigentlich so auf die Psyche geht, dass man wirklich sich sozusagen die ganze Zeit irgendwie unter Druck fühlt, ein unangenehmes Gefühl hat. Ich finde zum Beispiel The Ring hat dieses Gefühl, und damit meine ich nicht das asiatische Original, sondern das amerikanische. Ich bin ja, wie man vielleicht weiß, nicht unbedingt so der Riesenfan von Remakes, aber ich würde fast behaupten, dass das amerikanische Remake von The Ring besser ist, einfach weil die Erzählstruktur mir persönlich mehr zusagt. Weil sie europäischer ist. Ja, beziehungsweise amerikanisch und ja, dadurch dann halt, ne. Aber, das ist halt einfach. Ich meine, The Ring, das Original ist nicht schlecht, ansonsten hätte es wahrscheinlich auch gar kein Remake bekommen. Aber halt, die Erzählstruktur finde ich da ein bisschen fade. Ja, was ich noch ganz interessant finde, ich mag auch eher Szenen, die halt so langsam Spannung aufbauen. Zum Beispiel fällt mir gerade ein, bei Halloween gibt es eine Szene, wo die Protagonistin denkt, dass Michael Myers tot ist und halt quasi im Vordergrund steht und man halt langsam im Hintergrund sieht, wie er wieder aufsteht und sich ganz langsam halt hier nähert. Und solchen Horror finde ich persönlich, der geht viel mehr unter die Haut, weil es einfach sich mehr hinzieht und man nicht nur einmal kurz aus seinem Sessel aufgeschockt wird. Und so einen Horror ziehe ich eigentlich auch eher vor. Ja. Das ist natürlich auch der Unterschied, der Zuschauer weiß in diesem Fall dann sozusagen mehr als der Typ und man denkt halt, dreh dich um, lauf weg oder sowas. Das finde ich immer ganz nett, wenn man so ein bisschen weglaufen. Das Stolpern im Horrorfilm. Auch ein Klischee. Furchtbar finde ich das. Das ist ätzend. Das finde ich ganz gut. Damals, als Scary Movie noch innovativ war, so in den ersten Teilen war es, glaube ich, als irgendwer meinte, oh, jetzt laufe ich vorne weg und jetzt breche ich mir das Bein. Ja. Halt sowas. Ja, wobei ich Scary Movie immer ein bisschen zwiegespalten gesehen habe, weil einfach Scream, finde ich, schon von Natur aus eigentlich kein ernstzunehmender Horrorfilm war. Das hat sich ja selbst eigentlich nie so richtig ernst genommen und deswegen, das war ein Gespenst. Spooky. Wie gesagt, das hat mir, Scary Movie war einfach nicht so meins. Da mochte ich lieber wirklich solche Komödien wie Shaun of the Dead oder Beetlejuice. Generell, ich finde zum Beispiel Zombies, die kann man nicht wirklich so richtig ernst nehmen. In Zombie-Filmen geht es ja eigentlich oft eher so um das Soziale. Wie verhalten sich Menschen, wenn sie halt zusammen sind? Zum Beispiel Dawn of the Dead. Zum Beispiel, oder Night of the Living Dead. Ja. Das ist auch so. Und die Zombies sind halt einfach irgendwo da und es gibt ein paar nette
Splatter-Szenen sozusagen mit denen, aber ein Zombie alleine ist ja eigentlich nie irgendwie eine Gefahr im Film und man muss immer erst diese ganze Horde haben, ja. Und dadurch, finde ich, verliert es auch ein bisschen an Horror, weil es halt einfach so eine Masse ist und die macht natürlich auch Lärm und natürlich fühlt man sich dann irgendwann in die Enge gedrängt, sozusagen. Man flüchtet dann meistens natürlich irgendwo hin, wo es keinen Ausweg mehr gibt. Am besten nach oben. Richtig. Oder in den Keller. Und deswegen sind Zombie-Filme, finde ich, immer sehr, sehr schwer als wirklich einen Horrorfilm darzustellen. Ja, dafür kann man natürlich super Komödien damit machen. Ja. Oder eben einfach den Slasher-Film so oder den Splatter-Film so ins Absurde treiben, dass es dadurch einfach lustig wird. Wie zum Beispiel in Frühwerken von Peter Jackson. Was hältst du denn allgemein so? Du hast gerade schon gesagt, Remakes sind okay, wenn sie quasi was Neues daraus ziehen oder so. Was hältst du von diesen ganzen Reihen, dass es irgendwie 8 Nightmare on Elm Street Filme gibt oder so? Reihen, solange es irgendwie etwas gibt, was neu ist und nicht immer wieder sozusagen dasselbe, immer und immer wieder neu aufgelegt wird oder beziehungsweise die Serie sich selbst sozusagen in den Arsch tritt bei Nightmare on Elm Street zum Beispiel. Mhm. Das ist, finde ich, so ein Fall. Da ist der erste Film ja wirklich große Klasse und es wird eigentlich immer alberner. Ja. Halt dadurch, dass Freddy Krüger gerne seine Späße mit den Opfern gemacht hat, war es halt so, dass er dann sozusagen in den späteren Filmen wirklich einfach nur noch lächerlich geworden ist. Und das ist, Ich meine, Halloween oder Freitag der 13. sind ja auch keine besseren Beispiele. Auch sowas wie Saw, da waren die, war der erste Film noch großartig und dann wird immer, also immer, Splatter immer und mehr Blut, Story. Mehr Blut und weniger Story, aber wahrscheinlich ist es manchmal dann wirklich besser, nach dem zweiten oder dritten Film zu sagen, finito, das war's, wir haben jetzt eine gute Trilogie geschaffen und da muss man eigentlich nichts mehr zu addieren, wie zum Beispiel bei Tanz der Teufel. Richtig. Und man sieht das ja eigentlich auch schon, dass die keine neuen Ideen haben, wenn die sozusagen die alten Filme, also den ersten Teil meistens neu remaken. Das war ja bei Nightmare on Elm Street, Mörder durch Träume, war es ja so, da haben die ein Remake gemacht. Bei Halloween genauso. Halloween war es genauso. Ich glaube, bei Freitag 13. gibt es, gibt es auch mal ein Remake. Kann gut sein. Ja, klar. Ja. Also wie The Hills of Ice gibt es auch dann. Ja, richtig. Also man findet keine Idee mehr, wie man die Story weitermachen kann. Also fängt man wieder von vorne an, nur mit besseren Effekten, wobei besser für Hollywood scheinbar CGI bedeutet, anstatt gute Special Effects. Also wenn man mal gerade vergleicht das Remake von Nightmare on Elm Street und das Original, im Original hat man wirklich die praktischen Effekte, wo man dann wirklich eine Wand aus Latex oder so mal eben gegossen hat oder einen Raum, oder einen Raum auf, der sich dreht. Ja. Und heute ist halt alles irgendwie CGI und so weiter. Das ist, oder wenn man sich mal der Exorzist anguckt, der jetzt auch so in die Richtung gruseliger Horrorfilm fällt, was die dafür was sie da angestellt haben, um einen Effekt hinzukriegen. Die haben einfach mal einen Raum auf irgendwie minus 10 Grad runtergekühlt. Mhm. Und heute wäre es dann wahrscheinlich CGI-Atem oder so. Wie findest du diese, generell diese besessenen Horrorfilme? Wenn also, keine Ahnung, wie Exorzist, ich glaube jetzt auch The Conjuring oder wie er heißt, ich glaube, das ist eine ähnliche Thematik oder also generell diese. Kommt immer drauf an, also ich meine, es kann gut gemacht sein, es kann aber auch sehr, sehr ins Lächerliche reinlaufen, wie eigentlich mit allem. Ja gut, wir haben jetzt genug Horrorfilme, glaube ich, aufgelistet. Da werdet ihr sicher ein paar von kennen. Auch so Sachen wie zum Beispiel Die Fliege oder so kann man noch erwähnen. Ja, aber 6 Stück haben wir noch nicht aufgelistet. 6 Stück haben wir noch nicht aufgelistet, denn in guter alter Tradition kommt jetzt unsere Top 3 der Filme, die wir morgen Abend unbedingt schauen müssen. Bei mir auf Platz 3 ist ein Film, den ich sogar mal an Halloween das erste Mal gesehen habe. Und deswegen wahrscheinlich auch einfach wegen der Thematik und wegen dem Datum für mich vollkommen dazugehört. Und das ist nämlich Trick or Treat. Das wird nicht mit OR geschrieben, sondern mit einem Apostroph. Weil die ganz cool sind. Nee, weil es den Film schon mal gab mit OR in der Mitte. Und das ist ein anderer Film. Und das ist ein Episodenfilm, der in einer Stadt spielt, wo die Episoden aber irgendwie so ein bisschen miteinander verwoben sind. Und alle haben irgendwie was mit übernatürlichen Gedönse in der Halloween-Nacht zu tun. Ja. Finde ich, ist ein ziemlich cooler Film. Hat die Halloween-Thematik und man hat viele kleine Gruselgeschichten sozusagen, ein bisschen so wie Geschichten aus der Gruft sozusagen, worauf ich auch total stehe. Und deswegen gehört dieser Film jetzt einfach für mich mit dazu. Gut, habe ich noch nicht gesehen. Kommt wahrscheinlich auf meine Liste oder wenn ich den mal in die Finger kriege. Keine Ahnung, ich muss mir das etwas von der Erbe nur merken. Bei mir auf Platz 3 ist eine
Filmreihe, die bisher noch gar nicht erwähnt wurde, und zwar Final Destination, stellvertretend für Teil 3. Erstmal, weil Teil 3 für mich der letzte wirklich gute ist und glaube ich der atmosphärischste, weil man hat am Anfang diesen dunklen Vergnügungspark und die Stimmung ist allgemein sehr düster für so einen Teenie-Horrorfilm. Und das Besondere an diesem Film, an Teil 3, ist, dass es auf der DVD ein extra Feature gibt, dass quasi man den Film ganz normal guckt und jedes Mal, wenn jemand kurz davor ist zu sterben, man sich aussuchen kann, was passieren soll. Dass man quasi für jede Situation eine Alternativversion hat und am Ende halt auf verschiedene Enden kommen kann. Und das ist eigentlich ganz lustig, weil man kann den Film dann an einem Abend gut auf 3 oder 3,5 Stunden strecken, bis man halt alle möglichen Optionen durchgeguckt hat. Und das muss einfach honoriert werden und deswegen ist Final Destination 3 mein Platz 3 der Horrorfilmliste. Final Destination finde ich auf jeden Fall auch unterhaltsam, wobei ich den ersten als klassischen sozusagen ein bisschen lieber mag, auch einfach weil, ja, das ist der erste, den ich gesehen habe sozusagen. Und dann merkt man, dass du älter bist, weil ich habe die nicht chronologisch geguckt, weil der erste schon lange zurück war. Ja, ich habe glaube ich mit dann 2 oder 3 angefangen. Richtig, ja, das kann sein. Und er ist anders auf jeden Fall als der dritte. Ich finde, beim dritten geht er schon so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Auch die Tode selbst. Während beim ersten dann noch die Atmosphäre ein bisschen mehr im Vordergrund steht für mich. Aber ist für mich auch nicht unbedingt so ein klassischer Halloween-Horrorfilm. Einfach weil das ist halt... Man sieht ja kein Monster, kein Dings oder sowas. Ja, aber ich kann verstehen, warum man diese Reihe auf jeden Fall mag und ich schätze sie auch. Und die Filmreihe hat auf jeden Fall mit die ekelhaftesten Filmtode, die man so sehen kann. Und kreativsten auch mit, oder? Neben Computerspielfilmen, oder war das was anderes wieder? Dein Platz 2. Mein Platz 2 ist Tanz der Teufel 2. Ein schöner Film. Ja, ein wunderbar schöner Film. Auch wenn er ja im Prinzip so übertrieben ist, dass man ihn an den meisten Stellen nicht wirklich ernst nehmen kann und die Effekte größtenteils immer noch kacke sind, immer noch, weil im Prinzip der zweite Teil ja nur ein Remake ist vom ersten Teil, wo die Effekte noch beschissener sind. Oh ja. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach eine coole Thematik, mehrere Jugendliche oder junge Erwachsene oder was auch immer das sein soll. Es ist ein bisschen geil, wie bei Marty McFly in Zurück in die Zukunft. Er soll, glaube ich, jung sein, ist ja, es aber nicht. Richtig. Ist vielleicht auch schon 30. Ja. Sind in einer verlassenen Hütte und finden da halt das Necronomicon, so viel sei gesagt. Und ja, shit is gonna get real, kann man sagen. Durch einen ganz blöden Zufall werden ja, nicht so alle Dämonen der letzten 2000 Jahre auf dieses Haus gehetzt. Mhm. Und es gibt unglaublich coole Kameraeinstellungen, unglaublich coole Szenen, wenn da Blutfontänen aus den Wänden rauskommen. Warum auch immer. Warum auch immer, es ist halt einfach übertrieben und es gibt halt auch einfach die genialsten One-Liner mit solchen tollen Sachen wie Groovy. Bruce Campbell ist da auch einfach so... die Augenbraue. Meine Lieblingsszene ist ja, wenn er gegen seine eigene Hand kämpfen muss und sich dann mit einer Kettensäge amputiert und daraufhin die Kettensäge einfach als Prothese benutzt. Genau, richtig. Also Tanz der Teufel 2 ist wirklich für mich... Er ist lustig, aber schafft trotzdem in manchen Stellen halt einfach eine beklemmende Atmosphäre. Und Ekel. Richtig. Und diese Kombination hat zum Beispiel das Remake, finde ich, nicht geschafft. Den habe ich nicht gesehen. Das Remake ist, finde ich, nur noch grusel und nicht mehr wirklich lustig. Und dabei macht das ja so ein bisschen die Serie aus. Das Einzige, was mich an Tanz der Teufel 2 stört, ist das Ende, weil es ja ein Cliffhanger ist, der dann zu Army of Darkness was führt. Was wirklich komplett dann Richtung Horror, Humor geht. Er kämpft mit Skeletten. Ja, aber es ist doch Motorskelette. Das stimmt. Lass mich zu meinem Platz 2 führt, vollkommen ohne Überleitung. Denn wir betonen ja oft, wir mögen Kubrick-Filme nicht so oft, aber es gibt so ein paar, die doch ganz gut sind. Und einer davon ist, wie ich finde, Shining. Obwohl Stephen King sagt, dass er die Verfilmung nicht so toll findet, obwohl es ein Buch ist, sei dahingestellt, für mich ist Shining ein sehr, sehr beklemmender, atmosphärischer Film, was auch einfach an diesem Hotel liegt, wo diese Szenen einfach, wenn dieses Kind auf dem Dreirad durch dieses Hotel fährt, kurz zur Story vielleicht, wer es nicht kennt, es geht um Jack Nicholson, der ist Schriftsteller und hat gerade eine Schreibkrise und deswegen zieht er mit seiner Familie in ein Hotel, das im Winter immer zugemacht wird, irgendwo hoch in den Bergen und er ist da quasi der Hausmeister und nutzt halt die Zeit ein bisschen zum Schreiben. Aber irgendwie ist dieses Haus auch verflucht und beziehungsweise irgendwie von Geistern besessen, was auch immer. Und deswegen entwickelt er sich halt immer mehr zum Psychopathen und ja, das Ganze wird irgendwann ziemlich, er wird irgendwann so ein bisschen besessen und auf jeden Fall ist es halt am Ende natürlich ein Climax und so weiter und allgemein eine sehr beklemmende Atmosphäre.
eine sehr interessante Story. Ich habe mal irgendwo gelesen, Jack Nicholson spielt zu gut für diesen Film, weil er einfach von Minute 1 schon besessen wirkt und nicht erst diese langsame Wandlung dahin macht. Ja, spielt er nicht schlecht. Ja, er spielt einfach zu gut, weil er halt am Anfang schon so verrückt ist, weil er am Anfang ja laut Buch noch normal sein müsste. Das ja. Müssen. Ich werde sicher das Buch mal durchlesen. Ne? Auf jeden Fall, wie ich finde, ein sehr, sehr guter Film mit netten Wendungen, einer creepigen Atmosphäre und einfach ein guter Film, den man zu Halloween mal gucken kann. Ja, ich persönlich mag Shining nicht so. Ist mir zu langweilig und vor allen Dingen zu lang. Ich mag es nicht so gerne, wenn Horrorfilme so unendlich lang sind. Also länger als, weiß nicht, so 100 Minuten wird bei mir schon kritisch. Also. Dazu eine lustige Anekdote, es gibt zwei Fassungen des Films. Einmal die 117-minütige europäische Fassung und die 150-minütige amerikanische, ja. Weil man den Amerikanern das Shining, das ist so eine spirituelle Gedankenverknüpfung, sag ich mal, die musste man denen mehr erklären. Deswegen gibt es dann noch Szenen, wo sie mit dem Kind beim Psychiater sitzen und so weiter, die das alles erklären. In der europäischen hat man es einfach weggelassen, weil man den Europäern so eine Kombinatorik zugetraut hat. Ja. Aber wo du gerade Kinder erwähnt hast, das ist auch für mich einfach so eine Sache, die können richtig, richtig gruselig sein. Also vor allem, wenn sie singen. Singende Kinder in Horrorfilmen, beziehungsweise Kinder, die Kinderlieder singen in Horrorfilmen, am besten dann auch noch Mädchen, eineiige Zwillinge, die eine Puppe in der Hand haben, die am besten noch ein Clown ist. Ich glaube, es gibt nichts, was ich wirklich in einem Horrorfilm dann gruseliger finde, als eineiige Mädchen-Zwillinge, die Kinderlieder singen mit einer Clownpuppe in der Hand. Furchtbar. Kann ich nur schreiben. Am besten gucken der auch in den Spiegel. Ja. War das jetzt die Überleitung zu deinem Platz 1 oder einfach dahin gesagt? Das war einfach nur dahin gesagt, so. Aber jetzt kommt mein Platz 1. Okay. Und das ist ein Film, den ich nicht sonderlich gruselig finde, der aber einfach eine wunderbare Geschichte hat, die auch sehr alt ist. Und hinzu kommt auch einfach noch, dass der Film einen unglaublich schönen Look hat. Es handelt sich dabei um Sleepy Hollow. Ah. Genau. Die Geschichte selbst, oder die Sage von Sleepy Hollow, die wurde natürlich schon mehrmals verfilmt, unter anderem auch von Disney. Finde ich ist auch ein schöner Film, den man durchaus seinen Kindern zu Halloween zeigen kann, auch wenn er gruselig ist. Und es geht halt um den kopflosen Reiter, der sozusagen Sleepy Hollow terrorisiert und man kann sich nur retten, indem man über so eine Brücke praktisch geht. Da kann er selbst nicht rüber. Und Ichabod Crane, Kane, boah, jetzt weiß ich den Namen nicht genau, der ist halt da und will das so alles ein bisschen versuchen. Und gespielt von Johnny Depp, wirklich großartig und kommt dann auch so ein bisschen in die, ja, in die Intrigen dieses kleinen Städtchens sozusagen rein und lernt immer mehr über den kopflosen Reiter. Ich glaube, der adaptiert, also der Film, der hat sozusagen nur die Sage sozusagen als Basis, aber erzählt eine eigene Geschichte, aber gleichzeitig hat er so ein unglaublich, verwaschenen Schwarz-Weiß-Look schon fast, würde ich sagen. Also es gibt wenig Farben in diesem Film. Was ich echt ziemlich cool finde. Erinnert mich ein bisschen so vom Look her wie Sweeney Todd, finde ich. Ja. Ist der auch von Tim Burton, der Sleepy Hollow? Ah, ich glaube nicht, nein. Okay, Sleepy Hollow, zu meiner Schande, ich habe ihn irgendwie in die ganzen geguckt, weil ich habe immer ein bisschen reingeschaltet, habe dann gemerkt, ja, ich habe den Anfang verpasst, blöd. Mhm. Dann habe ich wieder reingeschaltet, dann war irgendwie schon am Ende und deswegen muss ich den mal wohl in Gänze nachholen. Was mich mit einer schönen Überleitung zu meinem Platz 1 führt, und zwar ein Film, der auch nicht wirklich gruselig ist, dafür den Award hält für das meiste Kunstblut, was jemals in einem Film verbraucht wurde und so eklige Szenen drin hat. Ich glaube, mit die ekligste, die mir einfällt, und zwar ist das Peter Jacksons Frühwerk Brain Dead oder Dead Alive, wie er auch irgendwo heißen soll. Eigentlich geht es um einen jungen Mann, der noch bei seiner Mutter zu Hause wohnt, warum auch immer. Er ist ein Versager. Er ist ein Versager. Und irgendwann wird seine Mutter von einem Affen gebissen, der von Skull Island. Ein Rattenaffen, der von Skull Island kommt, der Insel, wo auch King Kong gelebt hat. Und daraufhin verändert sich die Mutter halt, fängt an, Katzen zu fressen und wird halt einfach so ein bisschen noch ekliger. Und daraufhin bricht irgendwie Zombie-Apokalypse in diesem Haus los. Aber der Sohn versucht die ganze Zeit das geheim zu halten und versucht seine Mutter halt irgendwie bei der Stange zu halten. Und daraus folgen unglaublich lustige Szenen. Aber auch ziemlich ekelhafte Szenen. Was ich gerade exemplarisch meinte, das ekelhafteste, was ich je gesehen habe, ist, wenn sie beim Essen sitzen, die Mutter ein Ohr verliert, das Ohr in der Suppe landet und sie einfach das Ohr weiter isst. Ja, wobei ich finde, bei Brain Dead sind das irgendwie
besondere Zombies, weil die ja nicht nur einfach... Sie haben auch noch ein Sozialleben. Ja, richtig. Und ein Sexualleben haben die auch noch. Ja, und da kommen halt wirklich ziemlich kranke Sachen dran. Peter Jackson, du bist ein kranker Mensch. Ja, allein um mal so ein paar zu nehmen, gerade wo du gerade Sexualleben sagtest, es gibt ja irgendwann ein Zombie-Baby, was von diesem jungen Mann auf den Spielplatz ausgeführt wird und einfach so von dieses Baby so von ihm zerprügelt wird, dass sie sich irgendwie halt 5 Minuten über den Spielplatz prügeln und alle Menschen drumherum komisch gucken. Ja. Oder es gibt den Zombie, der an der Stromleitung festklebt und dessen Kopf leuchtet, der Kopf im Mixer. Die Rasenmäher-Szene. Schaut euch einfach an, das ist sehr, sehr lustig. Ja, ist also, wer wenig Blut sehen kann, der sollte diesen Film definitiv nicht gucken. Wer Spaß, wirklich Spaß an Gore hat, der sollte den Film wiederum sehen. Man kann den Film nicht wirklich ernst nehmen. Also es ist keine brutale Gewalt irgendwie, weil wir wissen ja alle, dass man Zombies, Außerirdischen und Nazis so viel Schmerzen zufügen kann, wie man will. Weil das hat uns die Filmgeschichte gezeigt. Das ist vollkommen okay und deswegen ist es halt auch nicht ganz ernst zu nehmen. Da ist es wirklich sehr übertrieben. Aber es sind alles sehr schöne Filme zu Halloween, die 6, die wir jetzt gesehen haben. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal, sagen wir einfach mal. Und Happy Halloween!